Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So Leute, wir schauen jetzt einfach mal wieder rein, wie immer. Mamas altmodische geheime Schatulle, da ist der Professor Farnsworth in Mythic vorhanden. Ich halte von dieser Box nicht so viel, aber gut. So, haben wir die Cognac Tire Box, die habe ich euch bereits in einem anderen Video vorgestellt. Cognac Bender, Thunder Cocktails, Francine Smith, Bill Daugherty, Wine Trio und Beer Festival. Bin ich jetzt nicht ganz so der, ja, es ist eine nice Box, aber ich finde es jetzt nicht so krass. Also, mit diesen ganzen Combo Masteries hier. Dann haben wir die Space Tire Box, die ist jetzt für den für die Space Challenge am Montag, also heute im Laufe des Tages. Mit Laserguns, Dewey, Pantry Guns, Philip J. Fry, Peter, Neil Goldman und Planet Express Schiff und Space Honey da hinten. Und diesen ganzen Kombos hier. Ansonsten macht das Ding eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Ne? Gut, Laserwaffen ist wie klar, aber die Box ist echt nur für diese Challenge gut. Dann haben wir das Mythic Dale Pack mit Gossen Trunkenball, Jellybean Schnaps, Weintrio, Francine Smith. Schönes Pack. Von Dale halt allerdings nicht so viel und von Francine Smith auch nicht. Insofern können wir das Ding auch schnell wieder wegkicken. Dann sind wir auch schon in der Daily Combo Mastery angelangt. Dann haben wir hier den Pool Shark als allererstes. Schauen wir mal hier rein. Was kann der Pool Shark denn überhaupt? Der Pool Shark ist das da. Das ist die Haley. Und die mit Sportkarten. Gehen wir mal runter zu der Mythic Haley. Mit Push-Ups zum Beispiel, das ist interessant, du hast 20 Punch, du hast Entführen, du hast Bodyguard, also plus 19 Angriff und 70 Leben, das heißt bis bei 39 im First Hit, hier bist du bereits bei 39, ja bist du auch bei 39 mit Flag Football, 43 mit The Stingers, 40 mit Shuttlecocking, 41 mit Double Ping Pong, 40 mit Horse Camp, 44 mit Softball Player Jerome, 40 mit Terrestrial Cycling, 36 mit Yogi Victor, 43 mit Synchronized Swimming, 44 mit Toxic Shock, 41 mit The Bazooka Sharks, 44 mit Millie's Trampoline und da unten 42 mit Tom Landry Baseball Team. Also es sind auf jeden Fall ein paar geile Dinger dazwischen und ja, wer die Haley, die Mythic Haley hat, kann sich jetzt halt überlegen, ob er da was reinpayen will. 500 Gems sind kein Pappenstiel, da kann man tatsächlich auch ganz andere Sachen mitmachen, aber ja, überlegt es euch. Also Roadkill ist die nächste Combo hier. Schauen wir uns auch jetzt mal an. Mit dem Bobby. Und dann kommt auf der rechten Seite irgendwas mit einer Mauer und mit Punch raus. Das Golfball Escape ist eigentlich die einzige Karte, wo es Sinn macht. 20-fach Mauer, 20-fach Punch, 14-fach Angriff. Reicht für mich nicht für einen First Hit insofern. Roadkill, außerdem ist es eine Fahrzeug-Kombo und braucht kein Mensch. Junkfood Klaus, gucken wir uns mal an. Das ist ein Klaus Heißler und dann hast du hier auf der rechten Seite Gas und Bombe. Und davon nicht zu wenig. Kann man jetzt eigentlich auch mal maxen. Gucken wir mal, maxed out, was dabei rauskommt. So. Da hast du hier bereits mit Prescription wie 22-fach Gas, 14 Bombe. Leon Petter, 22-fach Gas, 15 Bombe. Hypnotod, 21 Gas, 14 Bombe. Baked Evil Monkey, 23-fach Gas, 15 Bombe. Chinchilla Addict Wayne, 20-fach Gas, 13 Bombe. Toad Licking.
Mit 22-fach Gas, 14 Bombe und Butterscotch Cookies mit 21-fach Gas und 14 Bombe. Ja, Gas ist immer gut. Bei der Bombe, ja, die ist auch, also schon alles über 10 Bombe ist schon nicht schlecht, ne? Müsst ihr überlegen, ihr macht einen Angriff eben nach rechts und links und der geht eben auch durch die Mauern durch. Insofern kann das unter Umständen auch matchentscheidend sein. Ob ich jetzt da 1000 Steine rein investieren würde, weiß ich nicht. Ich bin aber auch kein Klaus Heißler-Spieler. Da die spielen ja eher auf Defensive. Also denke ich mal, würde das wahrscheinlich für einen Klaus Heißler-Spieler schon Sinn machen, da mal 1000 rein zu payen. Hier haben wir die Mommy-Mumie oder die Mami-Mumie. Schauen wir uns mal an. Mit auch Dino und dann haben wir auch Rutsches Kleiderschrank. Und ja, und das ist aber auch alles. Und die ist halt wirklich nicht gut, ne? Mommy-Mumie ist halt echt nicht gut. Du hast Heilen und Schild, aber ist auch wieder eingeschränkt. Und hast du an. Ja, ich spiele die nicht gerne. Es gibt geile Tina-Kombos und dazu zählt die meiner Meinung nach nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt hier zum einen für die Klaus-Heißler-Spieler den Junkfood-Klaus. Könnte unter Umständen Sinn machen, da 1000 rein zu payen. Wir haben für die Pay-to-Win-Spieler Pool Shark mit Haley. Auch die, also da macht es wirklich Sinn. Wenn man genügend Gems zur Verfügung hat und sagt, ja komm, scheiß drauf, auf die 500 oder die 1500 Gems, dann ballert da halt jetzt was rein. Ich mach's natürlich nicht. Ich möchte meine Gems für andere Sachen sparen. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst uns mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dann gleich. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dann und tschüss.